Leute sind crazy, Mann. Leute sind verrückt. Wenn das nichts mit mir machen würde, hätte ich Angst vor mir selber. Oder ich gehe dann durch die Welt und denke mir, jeder will mir was. Dann haut er mit dem Hammer drauf und er so... Er hat auf seinem Grundstück eine Leiche gefunden. Ich habe heute den lieben André vom True Crime Podcast True Crime Germany zu Gast. Und wir sprechen heute über die Faszination True Crime und bereiten gleichzeitig sein Lieblingsgericht vor. Willst du uns verraten, was es ist? Einen schönen Blumenkohl-Brokkoli-Auflauf. Mm. Ich habe eine True Crime Story. Und du musst erraten, was der Tathergang war. Was ist passiert? Mhm. Ja, pass auf. Also ein Mann hätte überlebt, wenn er eine andere Frisur getragen hätte. Warum? Hat er eine Perücke getragen? Nein. Also es waren seine echten Haare? Ja. Der hat gezögert, ne? Wurde er verwechselt? Der Mann, meinst du? Ja. Nein. Also es ging um ihn? Ja. Wo befinden wir uns? Ist das so eine Konzerthalle, wo der ist? Nicht Konzerthalle, aber in die Richtung. Kino? Tipp. Nein. Wir sind auch bei Haaren. Denk dran. Bei mal. Haaren. Friseursalon? Nein. Willst du mir einen kleinen Tipp geben? Denk mal an rote Nasen. Rote Nasen. Bei einem Clown. Ja. Und er hat die Haare von einem anderen Clown getragen. Nein. Aber er hat sich als ein anderer Clown ausgegeben. Nein. Aber er wurde von einem anderen Clown getötet. Ja. Da hatten die so einen Gig zusammen im Grunde. Ja. Und er hat den Gig verkackt oder ist anders gelaufen, als der andere das wollte. Genau. Und dann wurde der andere sauer und dachte so, zack, zack, zack. Nein. Okay, schade. Wollen wir erstmal vielleicht, ja, bevor ich das hier ablöse, wollen wir erstmal. Du bist jetzt schon bei 99%. 99%. Wir fangen jetzt erstmal. Ich will mir die letzten 1% noch, ja, aufbewahren für gleich. Was soll ich dir abnehmen? Was magst du lieber? Schneidest du lieber? Wäschst du lieber? Ich wasch die Sachen lieber. Du wäschst die Sachen? Mhm. Ja, dann wasch doch. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe True Crime schon sehr früh geguckt, konsumiert. So zum Beispiel früher bei meiner Großmutter. Die hat früher immer Aktenzeichen XY geguckt, der Klassiker quasi. Ich liebe auch Horrorfilme und so schon früh. Und irgendwie hat das diese Faszination irgendwie für ein bisschen so, das Makabre hat da schon mitgesprungen. Also das ist so, sag ich mal, True Crime in dem Sinne. Ja? Wie aber, bist du eingestiegen? Aber eingestiegen tatsächlich dann erst später. Ja, durch Dokumentationen auch, ne? Durch, ja gut, Podcast kam jetzt relativ spät dann erst. Naja, und wie ich zu True Crime Germany dann gekommen bin zum Podcast, ist einfach, also die Faszination war eh da. Und mein lieber Kollege Chris, mit dem ich das Projekt mache, und mit unserer Kollegin Lena, Chris hat den Podcast gegründet. Den Podcast an sich gibt es schon seit 2015. Ich bin aber erst seit, ja, 2020 das jetzt war dabei. Auch der erste in Deutschland, das oder? Das war der erste tatsächlich, den es überhaupt gab, ja. Also mich als Zuhörerin, ich habe mir mal eingeredet, dass das gar nichts mit mir macht, dieses ganze True Crime Geschichten. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich das ein bisschen zu viel gemacht habe. Dass ich andauernd so ein Unbehagen in mir drin gespürt habe. Und dann frage ich mich, wie ist das als jemand, der diese Folge recherchiert, der sich wirklich mit diesem Schicksal krass auseinandersetzt. Ich bin ja nur der Endkonsument am Ende. Was macht das mit dir, diese ganze Recherche, dich andauernd damit auseinanderzusetzen? Und nimmst du das auch mit in deinen Alltag oder ist das nur noch Beruf? Ah, das ist, ja, also sag mal so, wenn das nichts mit mir machen würde, hätte ich Angst vor mir selber. Okay, das ist eine gute Antwort. Du musst dich halt wirklich halt tief in diese Fälle reingraben. Du willst halt natürlich so viel aufsaugen, wie geht. Du willst den Hörenden da draußen so viel vermitteln, wie irgendwie geht. Und dafür musst du dich da halt einfach reinknien. Und na klar ist das tough, weil, wie gesagt, Schicksale, ja, du liest teilweise detaillierteste Beschreibungen von irgendwelchen Morden. Das ist natürlich, geht das irgendwie an die Substanz. Das stimmt, das würde ich mir aber auch Gedanken machen, wenn das irgendeinen nicht mehr berührt. Sobald sowas, wenn man so abgestumpft ist. Ich meine, wir werden ja generell, sind wir Menschen ja irgendwie in so einem Abstufungsprozess mit den ganzen Medien, mit den ganzen Nachrichten über die Weltgeschehnisse, die wir uns geben. Absolut. Und dann höre ich mir noch drauf diese True Crime Sachen an, aber ich freue mich dann, dass mich das irgendwie trotzdem nicht kalt lässt. Ja. Ne? Aber dann denke ich mir, ich bin viel zu empathisch. Ich verbringe dann irgendwie meinen ganzen Tag zu Hause und mache mir voll den Kopf. Oder ich gehe dann durch die Welt und denke mir, jeder will mir was. Welche Platte hast du jetzt hier schon angemacht? Also das, ich habe den Ofen vorgeheizt. Fantastisch. Platte ist so, noch die nicht Platte heiß. Müssen wir jetzt einmal anmachen. Das hier vorne. Ich hier, genau. Ich glaube, ich habe jetzt wieder eine Idee für den Fall, den du mir gegeben hast. Ja. Ist der andere Clown bei der Vorführung gestorben? Ja. Es war nicht geplant. Auf gar keinen Fall. Es war ein Unfall. Ah, I'm getting there. Weiter. Halt nochmal fest, wir sind im Zirkus, wir sind bei zwei Clowns, wir sind bei der Vorführung und da passiert was. Ja, und einer kommt um. Und das hat mit den Haaren zu tun. Das hat mit den Haaren zu tun, weil die Haare wahrscheinlich ein Prop waren, die eigentlich eingeplant waren. Aber ja, diese falschen Haare halt nicht.
Oder ich nehme den zweiten Satz weg, aber erstmal ja. Die Haare waren Props so. Die sollten dabei sein. Wurden die in Feuer gesetzt oder sowas? Nee, die Haare waren da, also sie waren nicht kaputt oder so. Also sie waren vorhanden, nur nicht da, wo sie sein sollten. Also ging es überhaupt um die Haare, die er eigentlich auf dem Kopf trägt? Ihr seht ja, wie ich hier am Verzweifeln bin. Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr da schon drauf gekommen seid oder was ihr für Vermutungen habt. Nein, die Kommentare. Alle so mit diesem explodierenden Kopf. Schon. Ne? Also ich höre ja deinen True Crime Podcast sehr gerne. Mhm. Kannst du denn allgemein was über die Zielgruppe sagen? Ja, damit gehörst du auf jeden Fall zu den oberen 62% bei uns schon mal. Also das wissen wir. Und unserer persönlichen Podcast-Statistiken, wir haben 62%, nämlich Hörende, die sich als weiblich identifizieren. Es gab und gibt Studien. Mhm. Und sagen alles Gleiche eigentlich. Und das hören wir aber auch tatsächlich immer wieder mal von unseren, aus unserer Community. Und zwar, die viele Hörende, weibliche Hörende, wollen quasi lernen, wie sie sich selbst vor Situationen schützen können, die ihnen gefährlich werden können. Also ein bisschen so, wie kann ich Situationen vermeiden, in denen diese Opfer in diesen True-Crime-Fällen kommen? Ob es jetzt irgendwie nachts allein auf dem Parkplatz laufen ist oder nachts allein Bahn fahren, also wie, oder trampen auch immer. Das war früher ein Riesenthema. Also tatsächlich dieser Selbstschutz, das ist wohl ein großer, großer Faktor. Das kann ich tatsächlich sogar direkt unterschreiben. Echt? Ich höre das ja so viel und ich habe vor 2,5 Wochen einen Vorfall gehabt, da hat mein Telefon geklingelt. Dann bin ich da dran gegangen und dann fing irgendwer auf Englisch mit mir an zu reden, dass er vom Federal Investigative, keine Ahnung was. Und ich hoffe, du hast schnell aufgelegt. Nee, was das Problem ist, er meint, wir haben deinen Ausweis gefunden. Und ich war so kurz, scheiße, ich habe meinen Ausweis halt wirklich verlegt, ich weiß nicht, wo der ist. Und dann fing diese Person mir an, meine Sachen, die auf meinem Ausweis stehen, vorzutragen, auch meine Ausweisnummer. Nicht dein Und ich Ernst. War so, was passiert hier gerade? Weil in der Regel lege ich auch sofort auf. Ja, aber wenn diese Person auf der anderen Seite direkt meine persönliche Information hat, dann bin ich erstmal so, what's happening hier? Ich hab, genau weil ich so viele True Crime Podcasts gehört habe über Scamming und so. Ich wurde direkt skeptisch. Ich habe direkt ein anderes Gerät genommen und dieses Telefonat aufgezeichnet. Ich wusste direkt, was ich mir alles mit aufzuschreiben habe, weil ich wusste, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Am Ende hat er mir erzählt, dass mein Ausweis irgendwo, also ist der gefunden wurde, irgendwo Grenze Berlin in einem Auto, was anscheinend auch über meinen Ausweis gemietet wurde, mit ganz vielen Kreditkarten, die auch alle über meinen Ausweis laufen. Und Kokain und Blut. Und ich war so, okay, it's getting really wild. Da war ich schon so, okay, das muss ein Scam sein. Aber es wurde immer wilder, weil die meinten so, ja, wir haben halt diese ganzen Kreditkartenbetrüge und so. Es wurde halt alles über deinen Ausweis gemacht. Da sind mehrere tausend Euro. Und wir empfehlen dir, mit niemandem drüber zu sprechen. Ich war so, ja, genau. Also geh nicht zur Polizei, red nicht mit deinen Freunden. Ich war so, okay, aufgelegt. Ne? Weil dann war klar, du willst mich hier verarschen. Ne? Wollen wir schon mal den Step mit der Butter machen? Oder machen wir das erst, weil du bist ja, das ist ja dein Lieblingsgerät. Ja, normalerweise meistens mal parallel dazu. Mach erst das, dann machen wir das so, wie du das meinst. Wir können uns ja so lange irgendwie, wir können uns an den Tisch setzen so lange. Kurz eine Runde hinsetzen, ja. Wenn wir jetzt gerade hier so sitzen, würde ich gerne von dir wissen, ob es irgendwas gibt, was dich immer noch beschäftigt, irgendein dieser Fälle. Jetzt sagen wir vielleicht, nicht weil der so ultra krass war, sondern einfach wegen dem Geschehen oder weil du da was ändern wollen würdest dran. Ja, gibt's natürlich viele. Also wie gesagt, alle beschäftigen mich. Es gibt ein paar, die hängen halt nach oder es gibt ein paar, die beschäftigen mich aufgrund kleinerer Details oder Tatsachen. Zum Beispiel ein Fall, das ist ein Cold Case. Also Cold Cases sind ja Fälle, die nicht aufgeklärt wurden. Die sind quasi zu den Akten gelegt. Also da wird nicht mehr aktiv ermittelt, aber sind nicht geschlossen worden, weil es nie zu Ende gebracht wurde, die Ermittlungen. Da gab es einen über einen ehemaligen Filialleiter von einer Discounterkette. Sorry, ganz kurz Break. Ich merke, das ist nämlich ein Aldi-Filialleiter, darf ich das sagen? Bevor du das jetzt aber weitererzählst, ich sehe, dass unser Wasser kocht, wollen wir das da vorne weitermachen? Weiter rüber wechseln. Ja. Let's get into this. Und zwar, es handelt sich um einen Aldi-Filialleiter, oder handelte sich. Und zwar in Hamburg-Stellingen. Ich sag mal genau. Und zwar 1983 war das. Und der fuhr morgens, ich glaube, war ein Samstag, ganz normal zu Hause los, wollte zur Arbeit fahren, von seiner Family halt sich verabschiedet und ja, quasi das Letzte, was die Familie von ihm gesehen hat, war morgens, dass er losgefahren ist. Und seine Spur verlor sich an der Tankstelle, wo er regelmäßig tankt, man kannte den da auch. Und das Besondere nämlich war, er fuhr einen so einen quietsch-senfgelben Toyota Corolla.
Den erkennt man halt einfach. Ja, ne? Das wusste irgendwie jeder, jeder kannte dieses Auto. Und er hat da getankt, irgendwie wie fast, ja nicht täglich, aber ne, wie einmal die Woche mindestens. Er war da bekannt auf jeden Fall. Und der Tankwart oder der Kassierer konnte auch noch sagen, so ja, der war hier. Er wirkte aber schon irgendwie nervös. So ist der eigentlich nicht. Der ist normal ein super abgebrühter Typ, so. Der war irgendwie seltsam drauf. Irgendwas stimmte da schon nicht. So, und das war... Jetzt schmeißt du schon mit dem Essen hier. Tut mir leid. Aber erzähl weiter, das war. Und das war die letzte Spur von ihm quasi, denn danach hat man nie wieder was von ihm gesehen. Und was aber dann passiert ist, und das finde ich so krass an diesem Fall, dass dieses Auto von ihm, dieser Corolla, dieser sehr auffällige, den hat man im Anschluss regelmäßig durch Hamburg fahren sehen. Der ist mal da aufgetaucht, der stand mal da im Halteverbot. Aber der ist nie angehalten worden, sondern man hat ihn nur gesehen. Augenzeugen berichteten von diesem Auto, weil das eben so unfassbar auffällig ist. Ich glaube, also September war, glaube ich, der ist er verschwunden. Und ich glaube, im November hat sich dann ein Landwirt bei der Polizei Hamburg gemeldet und meint, er hat auf seinem Grundstück eine Leiche gefunden. Und zwar in einem Abflussrohr. Die Todesursache war ein gezielter Kopfschuss, also wirklich eine Hinrichtung. Aber dieser Fall ist bis heute ungeklärt. Boah. Es ist nie herausgefunden worden, ja, wer die Täter oder die Täterin waren. Und das noch mal krasse ist, und das auch eben, warum das noch so nachhalt, finde ich, weil es irgendwie so absurd ist. Selbst nachdem die Leiche dann gefunden wurde, ist dieses Auto immer noch aufgetaucht hin und wieder. Und dann, ich glaube, so 3-4 Wochen später hat die Polizei oder die Hafenwacht oder so, hat das dann aus dem Hamburger Hafenbecken gefischt. Und das ist bis heute ungeklärt und das fand ich auch so ein krasser Fall. Boah, ja, krass. Das wurde bis heute nicht aufgeklärt. Also, wir waren dabei, dass es bei der Vorführung passiert ist, dass es ein Unfall war, dass es im Zirkus passiert, dass es zwei Clowns sind und dass einer von den beiden Clowns stirbt. Gab es da so einen Hammertrick oder so, dass der so boing auf den Kopf haut und weil der und in der Perücke wäre irgendwie so ein dong, so ein Stoßdings gewesen und dann haut er mit dem Hammer drauf und der so. Wenn du jetzt noch das Mordwerkzeug austauscht, hast du es. 2 vor 12. Nein, ein Besen. Auch schon, tot durch Besen. Nein. Nee, warte, wir lassen das dabei. Ich komme da gleich drauf. Ich will nicht, dass du mir das verrätst. Die Mordwaffe. Mordwaffe brauchen wir noch. Aber ich bin, eigentlich habe ich ja schon alles. So, ja, ne? Du bist quasi durch. Boah, das dampft richtig. Jetzt noch Käsesoße. Natürlich. Ich bin ein gewürziger Mensch. Jetzt noch ein bisschen Schinken. Ich finde ja alles, wie gesagt, alles mit Käse. Ja, das Käse macht ja auch süchtig. Das ist okay für mich. Dann kommt das Ganze jetzt 15 Minuten in den Ofen. Doch, ich bin halt immer noch bei dieser Clowns-Geschichte. Ja, ne? Du kriegst das jetzt raus. Was muss irgendwas Lächerliches sein? Lisa, stell dir eine sein. Werkbank vor oder so ein, ja, wie gesagt, so ein Geräteschuppen. Und geh mal durch. Was eine gibt's? Zange. Nein. Ein Schrauber? Nein. Wenn ich es jetzt fast zu einfach mache, sage ich, denk doch vielleicht mal eher an den Wald. Eine Axt? Haben wir es doch. Da haben wir es doch. Also war in der Perücke quasi so ein, wie so eine als schusssichere Weste mäßig. Genau, mäßig. Eine schusssichere Weste für Kopf. Fürs Gehirn, ja. Aber der Bruder hat doch gesehen, dass er die Perücke nicht aufhat. Ja, aber das war halt was drin in der Perücke, eine Art... Und er hatte die falsche! Eine Art Schutz, ja. Ne? Boah, muss wie das so eine, schlimm wie so eine sein. Haube. Aber du hast es. Das war das große Rätsel. Ja, sehr gut. Dankeschön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du dich damit beruflich auseinandersetzt. Mhm. Aber gibt es irgendwas, wovor du auch Angst hast? Angst würde ich nicht sagen. Angst habe ich, keine Ahnung, vor der nächsten Steuererhöhung oder sowas. Also das sind wirklich so die Sachen oder vor der nächsten Mieterhöhung. Das sind so Sachen, wovor ich Angst habe. So ganz alltägliche Dinge eher. Und versuche mich weniger darauf zu konzentrieren, dass ich theoretisch mal ein Opfer von einem Verbrechen werden könnte. Ich versuche das so ein bisschen fernzuhalten, damit es nicht so eine, weißt du, wie ich meine? Damit es nicht so in den Alltag reinrutscht. So. Ich habe da doch schon ein paar Sachen, vor denen ich mehr Angst habe. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich die Treppe am Bahnhof runterlaufe. Ich drehe mich immer um, wer direkt hinter mir steht. Mhm. Ich laufe das nicht einfach so runter, weil ich zu oft mitbekommen habe, dass Leute mit kulturellem Hintergrund oder Frauen einfach nur alleine, auch in Berlin und so, einfach die Treppen runtergekickt wurden. Das ist für mich ein richtig großes Angstthema. Oh ja. Da traue ich keinem.
Niemandem. Leute sind crazy, Mann. Leute sind verrückt. Aber das ist auch so ein Ding, das habe ich auch mir zum Beispiel angelernt. Ich habe auch so ein bisschen tatsächlich diese True-Crime-Thematik. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich auch abends so hinter Frauen laufe, aus der Bahn aussteige, ich jetzt mir nach Hause, vor mir ist eine Frau. Entweder halte ich Abstand oder ich beschleunige so schnell meinen Gang, dass ich wirklich an ihr vorbeiziehe, damit ich eben nicht wie 20 Minuten hinter ihr gehen muss. Ja. Weil ich nicht will, dass sie denkt, ich verfolge sie oder sowas. Das finde ich generell einen super schönen Tipp, den man weitergeben kann an meine männlich gelesenen Freunde hier. Weil uns Frauen passiert das ganz, ganz stark, dass wenn wir irgendwo laufen und ein Mann steht ganz nah hinter uns, wir haben alle Angst. So, wir haben irgendwie alle Angst, ne? Und wenn du das merkst, dass die Frau irgendwie ein Stück schneller geht oder sowas, einfach vielleicht vor ihr laufen oder die Straßenseite wechseln. Okay, dann gehen wir mal rüber. Ich glaube, die 15 Minuten sind rum. Gucken wir mal, was unser Auflauf macht. Und wir haben es. Yes, so, da. Wo darf ich es hinbringen? Da hast du schon hingestellt. Fantastisch. Also ich bin sehr begeistert von unserem Auflauf. Der muss hier direkt dokumentiert werden. Der dampft ja auch ordentlich. Das ist die einzige Show, wo ich mein Handy rausholen darf. Ich habe immer gesagt. Pack's weg, bitte. Falls ihr jetzt Andres Lieblingsgericht nachkochen wollt, das Rezept findet ihr in der Infobox und alle Zutaten gibt's wie gewohnt bei Aldi. Let's go, oder? Hau mal rein. Erstmal testen. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, wir haben uns gut geschlagen. Guten Appetit. Das Gemüse ist aber perfekt. Das ist on point, ja. Was sind denn so die bekanntesten True Crime Fälle, die man kennen sollte? Also wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, passend bei uns zu True Crime Germany natürlich. Ja, sowas wie Fritz Hamann natürlich, ne? Ganz bekannt, der Menschen getötet und sie in seiner Metzgerei zu, nicht Wurst verarbeitet hat, es wird zu viel gesucht gesagt, aber ja, da zerlegt hat. Ist auch super Gesprächsthema beim Essen. Aber natürlich auch hier in Hamburg, Fritz Honka, der auf der Reeperbahn gemordet hat, vor allem seine Opfer hier im berühmten goldenen Handschuh auf dem Kiez sich ausgesucht hat und in seiner Dachgeschosswohnung Frauen getötet hat. Das ist auch das Krasse an diesem ganzen Ding, weil wir leben in einer Zeit, in der wir denken, alles ist cool und dann warten wir 5 bis 10 Jahre ab und dann finden wir raus, was eigentlich alles passiert ist in der Zeit, in der wir leben. Ne? Ja, und da fällt mir ein, ich habe noch was für dich. Du hast noch was für mich? Pass auf, wenn wir hier schon in Hamburg drehen und in dieser schönen Küche hier sitzen, dann habe ich gerade schon zitiert, nämlich auch. Es gibt auch aus Hamburg, wie zum Beispiel Fritz Honka, der war da ein bisschen später dran. Aber ein Buch, Verbrechen in Hamburg, historische Kriminalfälle 1870 bis 1970. Das möchte ich gerne hier lassen. Danke. Ich werde jetzt auch gerade unsere aktuellste Folge, die Hamburger Trümmermorde. Kennt auch. Die habe ich mir gerade angehört. Eine Mordserie in der Nachkriegszeit passiert. Quasi während dem Wiederaufbau von Hamburg ist jemand quasi durch die Trümmer geschlichen und hat Menschen getötet. Auch Wahnsinn überhaupt. Wahnsinn, in so einer Zeit dann noch, wo alles leidet, dann noch so eine Verbrechensreihe zu beginnen, die auch übrigens ja komplett ungeklärt ist. Wurde nie jemand gefunden. Auch da drin, also sehr, sehr spannendes Buch. Also kann ich euch allen empfehlen, falls ihr sehr interessiert daran seid, was in Hamburg abgeht oder abgegangen ist im Grunde, weil das ist ja von 1870 bis 1970. Das ist spannend, Eine Empfehlung von André. So, wie du siehst, haben wir hier so eine Wand, da sind dann unsere Hosts, also Theo macht dann Bilder und sehr die Gäste, cool, die dabei sind und ich hätte gerne, dass du da auch mit drauf sehr kommst. Sehr gerne. Erblindet. Bin so gespannt. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich als True Crime Fan dieses Zusammentreffen mit dir sehr genossen habe. Das war für mich ganz schön, jemanden, der das macht, tatsächlich mal diese ganzen Fragen fragen zu können, die die ganze Zeit in meinem Kopf sind. Ich habe mich sehr befriedigt gefühlt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß. Es war super. Eine Wahrheit und 2 Lügen und du errätst, was die Wahrheit ist. Aber da bist du doch rausgekommen aus der Lüge. Ja, die läuft ja bis heute noch. Ach so, oh Gott, hoffentlich gucken sie diese Folge hier nicht. Definitiv Wasser. Ich würde dem halt alles glauben jetzt gerade.